Leute, was geht ab, Leute? Hier. Ich starte mit meinem Mittagessen. Ich muss sagen, also ich weiß noch nicht, wie es schmeckt, aber überraschend gute Preise. Also dafür, dass es direkt um die Gegend ist und in letzter Zeit die Preise immer weiter steigen. Döner 7, 9 Euro für normal Standarddöner. Sind das echt gute Preise. Hat mich sehr überrascht. Und jetzt Geschmackstest. Hatten mir schon viele empfohlen, also keiner von euch, sondern hier so allgemein München. Die haben nämlich eine Spezialität, Crispy Rolls. Riecht schon mal saftig, LMU. Hier startet unsere dritte Tour, die Uni-Tour. Die haben wir mir gegönnt. Diese Crispy Rolls, die gibt es in drei verschiedenen Versionen, Ente, Beef und Tofu und zwei Baos. Also lecker, also saftiges, gutes Fleisch. Also so ein Ding ist eigentlich ein Euro wert. Oder 50 Cent. Überraschend mehr als erwartet. Vor allem für den Preis. Aber anders verpackt wäre geil gewesen. Digga, was ist das für eine Verpackung, Mann? Moment. Legendäres Brot, Leute, das legendärste in München. Ey, das wird anders gehypt. Schauen wir mal, wie krass das ist. Da hat sie gesagt, das ist der Beste. Ne? Ich bin gespannt. Das ist halb Endspieler auf Instagram. Auch immer die Schlange. Ich habe mal die Chance genutzt. Die Schlange war nicht da. Schauen wir mal. Mal 8 Männchen. Und dann könnt 2x4, 2x2. Ihr habt nicht ganz gecheckt, aber du machst das schon. Wieder zu Hause angekommen. Ich habe noch bei meinem Rewe des Vertrauens vorbeigeschaut. Weil der ist in Feldmoching, das ist der, der immer überkrasse Sachen, jedes Hype und neue Produkt hat. Weil Chong hat heute was gepostet, da hat er von 4Bros diese Snacks gesehen. Käsebällchen mäßig. Da gab es Sucuk-Geschmack und so. Dann ist mir die Idee gekommen, hey, machen wir ein Video, wir testen alles von 4Bros und so. Hab vorbeigeschaut. Erstens hatten die nicht alle Chips da. Zweitens, eine Packung 3 Euro. Ich so, boah, ist das krass. Deswegen, ich glaube, ich bestelle es einfach online, falls es geht, auf deren Webseite. Ich habe mir saftige Butter geholt, damit ich das krasseste Brot, ihr könnt es euch echt nicht vorstellen, Julius Brandner, wie krass dieses Brot hier bei den Deutschen in München gehypt ist. Da sind Schlangen auf Instagram. Ihr wisst, okay, in letzter Zeit habe ich hier gesagt, man soll diesen Instagrammern nicht glauben, zwecks Essen und so. Deswegen bin ich echt gespannt. Weil so viele, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele dieses Brot halten. Es hört sich krass an, es hört sich so anders krass an. Von der Kruste her. Das i-Tüpfelchen, ein bisschen Koro, Meersalz drüber. Oh yes! So. Ja, das ist krass. Frühstück, Brunch. Mein Gott. Diese Kruste. Diese Fluffiness. Ja. Das ist krasses Brot. Yo. Ich habe bei 4Bros bestellt. Einfach alles einmal. Sogar öfter als einmal, weil
ab 30 Euro bestellt wird, gab es Versand kostenfrei. Habe ich mir einfach gegönnt und ja, Alter, mein Rewe ist krank teuer. Rewe hat die Chips für 3 Euro verkauft und online gibt es die einfach für 99 Cent. Also das ist echt dreist, der Rewe. Ich fand den eigentlich cool, immer die neuesten Sachen, aber der ist überteuert. Abnormal, Mann. Echt uncool. Brati verkauft auch für 2 Euro. Ich muss aufhören, den zu hypen. Echt schade um den. Echt sehr, sehr schade. Chong hat uns von einer neuen Sache erzählt in Sachen Krypto. Ab und zu kommt er mit Sachen. Letztes Mal haben wir mal ein bisschen gelacht, aber ist an sich immer cool. Klar, nicht alles, was er sagt, wird durch die Decke gehen und krass werden, aber ist cool, dass er immer frische Ideen hat und auch streamtechnisch, also Props, Kurs, Respekt gehen raus an Chong. Und ich werde euch darüber berichten, wenn wir das probieren, testen. Hat was mit Crypto-Mining zu tun. Ja, bin gespannt. Er meinte, er fuchst sich da am Wochenende rein und dann, wenn er uns überzeugen kann, er hat uns ein bisschen drüber erzählt, wenn es sich ergibt, wenn wir da eine gute Gelegenheit sehen, dann machen wir das. So, Sati ist Brot. Brot muss natürlich aber frisch verzehrt werden, deswegen teile ich das mit den Nachbarn. Die haben auch eine krasse Brotschneidemaschine. Okay, nicht krass, aber eine ganz okay. Mit denen besser als was ich nutze, mit meinem schlechten Messer. So, das war's von mir, Leute. Garderobe für die Jungs habe ich auch gekauft. Das mit den Headsets habe ich meinem Equipment-Typen Bescheid gegeben. Der sucht dann krasse Sachen raus für mich. Ich habe ja so einen Typen, der hat alles hier rausgesucht für mich. Das ist so wie ein Innenarchitekt, nur für so Technik- und Streaming-Sachen. Und ja, noch ein drittes Mikro habe ich auch geholt. Also alles jetzt geholt endlich. Und das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin. Das war's von mir und ciao.